Das Industriegelände von Potocari bei Srebrenica. We have to walk all the way down. Hasan Nuhanovic hat es unzählige Male überquert. Er war einmal stolz darauf, dass er hier arbeiten durfte, als Dolmetscher im Hauptquartier der niederländischen Blauhelmsoldaten. Something may fall. 27 Jahre alt war Hasan im Kriegssommer 1995 und er erinnert sich genau an die vielen verängstigten Menschen in dieser Halle, halb verhungert und verdurstet, an den entsetzlichen Gestank. Seine Eltern und den jüngeren Bruder konnte Hasan in diesem Nebenraum unterbringen. Hier wähnte er sie in Sicherheit vor den bosnisch-serbischen Truppen. Und dann stand ich plötzlich vor der Situation, dass sich sechs sogenannte Friedenshüter vor mir und meiner Familie aufbauten und sagten: Hasan, übersetz deinen Leuten, sie müssen das Gelände jetzt sofort verlassen. Hasan übersetzt wie befohlen, aber er weint dabei. Er weiß, dass dieser Befehl für seinen Bruder Mohammed, damals 20 Jahre alt, und seine Eltern das Todesurteil bedeuten kann. Denn draußen vor dem Gelände stehen längst die serbischen Truppen. Es ist der 12. Juli 1995. Die bosnisch-serbische Armee hat die Stadt Srebrenica erobert. Die sogenannte Schutzzone der Vereinten Nationen ist also gefallen. Die niederländischen Blauhelmsoldaten sind in ihrem Hauptquartier, dem Fabrikgelände Potocari, umzingelt und mit ihnen tausende Muslime, die sich hierher geflüchtet haben. Einer dieser Blauhelmsoldaten war Rob Soma. Er sagt, er werde bis zum Ende seines Lebens eine schwere Last mit sich herumschleppen. Wie alle, die dabei waren, in Srebrenica im Juli 95. Soma war 26 und damit einer der älteren Soldaten, aber auch er ohne jede Kriegserfahrung nach Bosnien gekommen. Seitdem lässt ihn die Erinnerung nicht mehr los. An die vielen Menschen, die er nicht beschützen konnte, an die mehr als 8000 Toten von Srebrenica. Ich bekam große Probleme kurz danach. Als ich hier war, war ich noch cool. Ich war ja auch ein bisschen älter als die meisten anderen normalen Soldaten. Die waren so 19 oder 20 Jahre alt. Ja, also, was ich sagen will, als ich damals hier war, war ich okay. Ich funktionierte, hatte mich unter Kontrolle. Aber ein, zwei Monate nach meiner Rückkehr begannen die Probleme. And I was, I think, one or two months back, and on this moment, I have the problem. Denn plötzlich war alles wieder da. Der beste Freund beim Militär zerfetzt von einer serbischen Handgranate. Die Todesängste, die Schuldgefühle. Rob Soma begann die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Er wurde aggressiv und depressiv, ging zum Militärpsychologen, aber auch der konnte ihm nicht wirklich helfen. Rob Soma wurde wegen psychischer Probleme aus der niederländischen Armee entlassen. Jetzt hat er für sich eine andere Art von Therapie gefunden. Soma ist nach Srebrenica zurückgekehrt. Er plant, sich für immer hier niederzulassen, irgendwann seine Frau und die beiden Töchter nachzuholen. Ein Hotel will er vielleicht aufbauen, möglicherweise auch einen anderen Betrieb. So genau weiß er das alles noch nicht. Nur, dass er Arbeitsplätze schaffen will, etwas Gutes tun für die Menschen von Srebrenica, der verzweifelte Versuch einer Wiedergutmachung. Denn vielleicht, und das ist der Zweifel, der sie alle nicht zur Ruhe kommen lässt, wäre das Massaker ja doch noch zu verhindern gewesen. Die serbischen Truppen hatten die UN-Schutzzone zwar umzingelt, aber sie zeigten durchaus noch Respekt vor der Autorität der internationalen Gemeinschaft, obwohl ihnen die Blauhelme militärisch nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Da standen fünf serbische Soldaten, gefährlich, schwer bewaffnet. Und um herauszufinden, was das zu bedeuten hat, bin ich hier unter der Absperrung durch und ein paar Schritte vorgelaufen. Und da kamen die auf mich zu. Es war klar, die wollen mich schnappen. They were walking towards me. It was clear they wanted to grab me, you know?
Und da habe ich gemerkt, dass es dumm war, aus dem Gelände zu gehen. Und ich bin wieder hinter die Absperrung zurück. Und ich stand dann ungefähr hier. Und die haben dort direkt vor der Absperrung gestoppt. Da war nur dieses Band zwischen mir und denen. Ich war auf dem UN-Gelände bei den Niederländern, dem Dutchbat-Kommando, und die waren draußen. Und die haben zu mir gesagt, komm her. Und ich habe geantwortet, nein. Komm, nein, danke. Dieses schmale Band also, denn eigentlich war ja nur Luft zwischen uns, so ein Bändchen ist ja gar nichts, schützte mich vor den Serben. Das bedeutet, sie haben diese Absperrung und das UN-Gelände respektiert. This ramp and the UN compound was something they did not want to interfere with. Sie wollten diese symbolische Grenze nicht verletzen. Es waren die niederländischen Blauhelmsoldaten, die die Flüchtlinge vom sicheren Gelände vertrieben haben. Wir waren sicher, solange wir hinter der Absperrung waren. Ratko Mladic, der berüchtigte Armeechef der bosnischen Serben, weiß offenbar auch nicht so recht, wie er mit dem rot-weißen Bändchen umgehen soll. Dann wirbt er um Vertrauen. Mladic könnte Potocari stürmen lassen oder die Umzingelten aushungern. Aber er verspricht ihnen freien Abzug, quasi die Rettung aus dem überfüllten Lager mit seinen chaotischen Zuständen. Die Flüchtlinge müssten nur Ruhe bewahren. Frauen und Kinder zuerst und strikt getrennt von Söhnen, Ehemännern, Brüdern und Vätern. Busse und Lkw stehen bereit. Viele Männer ahnen wohl, was das bedeuten kann. Auch der Dolmetscher Hasan Nuhanovic versucht noch verzweifelt, seine Vorgesetzten zu warnen. Aber Kommandant Tom Karemans ist nirgendwo zu sehen. Schließlich spricht Nuhanovic mit dessen Stellvertreter, Major Robert Franken. Major Franken war da drüben. Ich habe seine Tür aufgemacht, er saß an seinem Schreibtisch. Ich bin rein und sagte, Franken, Major Franken, was wissen Sie über die 9 toten Männer draußen vor dem Gelände? Die Serben haben 9 Männer getötet. Er sagte, ich weiß nicht, von was du sprichst. Ich weiß nur, dass sie angefangen haben, Männer von den Frauen zu trennen und in dem weißen Gebäude dort drüben zu verhören. Morgen früh werde ich hinübergehen und mir einen Überblick verschaffen. Aber ich weiß nichts von Toten und verbreite diesen Schwachsinn bloß nicht hier im Lager. Hörst du? Verbreite diesen Schwachsinn nicht im Lager. Ich will nicht, dass die Menschen in Panik geraten. Und so übergeben die Niederländer ihre Schutzbefohlenen den serbischen Truppen. Frauen und Kinder, wie von Mladic gewünscht, getrennt von den Männern. Isudin Alic ist der Junge, dem Mladic damals den Kopf getätschelt hatte. Mladic hatte ihn gefragt, wie heißt du? Isudin. Und wie alt bist du? 12. Es geht mir schrecklich, wenn ich daran denke. Und ich denke eigentlich ständig daran. Aber ich konnte als Kind doch nicht wissen, was dieser Mladic für ein Mann war und wie böse. Er hat uns ja sogar Schokolade geschenkt. Und weil ich erwachsener wirken wollte, habe ich gesagt, dass ich 12 bin. Dabei war ich erst 8 Jahre alt. Heute weiß er, dass er sich damit in Lebensgefahr gebracht hat. Denn Mladic ließ alle Jugendlichen von Srebrenica erschießen. 16 Jahre hat Isudin mit niemandem über damals gesprochen. Erst nach der Verhaftung von Mladic hat er sich als der Junge auf den Bildern zu erkennen gegeben, weil er will, dass der Mann aus seinen Albträumen endlich bestraft wird. Ich erinnere mich noch an alles. Es war unerträglich heiß, überall Menschen, kein Wasser, keine Toiletten. Ich war mit meiner Mutter da, meinem Opa, 2 Brüdern und meiner Schwester. Mein Vater hat sich mit meinem Onkel in den Bergen versteckt. Es war alles so unvorstellbar schrecklich. Seinen Vater und den Onkel hat Isudin nie mehr wiedergesehen. Die serbischen Truppen haben das Versteck in den Bergen entdeckt.
Isurins alten Opa ließen sie gemeinsam mit den Frauen und Kindern aus Srebrenica ziehen, damals im Juli 1995. Jahre später wird ein Richter in Den Haag bei einer Anhörung den stellvertretenden Blauhelmkommandanten Major Franken fragen, ob den niederländischen Blauhelmsoldaten eigentlich klar war, was Mladic mit der Trennung von Frauen und Männern bezweckte und dass die Niederländer damit die Männer von Srebrenica direkt an ihre Schlechter übergeben haben. It would be delivering the Srebrenica people to their butchers. Und er antwortet, das ist korrekt, Sir, ich hatte diese Befürchtungen. Witharen heißt das kleine Dorf in den Niederlanden, in dem Kok Boudewijn zu Hause ist. Der Kneipenbesitzer ist einer der wenigen, die noch bereit sind, öffentlich über ihren Einsatz in Srebrenica Auskunft zu geben. Boudewijn war 20 Jahre alt, als er nach Bosnien kam und davor seit 3 Jahren beim niederländischen Militär. Ich bin 1992 zur Armee gegangen, als Mechaniker. Also manchmal hatten wir dort Schießtraining, aber doch keine Ausbildung, um in den Krieg zu gehen. Ich kann nicht sagen, dass ich eine Kriegsausbildung bekommen habe, bevor ich nach Srebrenica ging. Und ich habe auch kaum etwas über Srebrenica gewusst. Ich hatte ja keine Ahnung, in welche Situation wir da geraten. Seit er zurück ist, sagt Boudewijn, sei kein Tag vergangen, an dem er nicht an Srebrenica gedacht habe. Und daran, dass er ja sogar noch einigen Flüchtlingen beim Einsteigen in die serbischen Busse geholfen hat, aus Hilflosigkeit, weil er sonst nichts mehr für sie tun konnte. Ich hatte vielleicht 20 Schuss, nicht mehr. Und wir haben die Serben gesehen, Tausende. Srebrenica war umzingelt. Also was hätten wir tun können mit nicht mal 300 niederländischen Soldaten? Und die meisten von uns hatten nicht mal Waffen, weil die Serben sie entwaffnet hatten. Also was sollten wir tun? Kämpfen? Ja, kämpfen. Und dann? Und dann schießen sie uns tot und mit uns all die Flüchtlinge. Bevor sie selbst in Todesangst vor den Serben geflohen sind, waren die Blauhelmsoldaten in dieser Kaserne bei Srebrenica stationiert. Auch Rob Sommer, der jetzt für immer nach Srebrenica zurückkehren will. Es ist sein erster Besuch seit damals. Die ehemalige Kaserne ist heute eine Holzfabrik. Aber obwohl sich einiges verändert hat, Sommer findet sich schnell zurecht. Er hat diese Räume in den vergangenen Jahren ja jeden Tag in seiner Erinnerung durchlaufen. Hier haben wir geschlafen, jeweils 2 Lager nebeneinander. Und ich habe irgendwo da oben geschlafen und Rafif, mein Freund, der von der Handgranate getötet worden ist, dort unten. Ich weiß nicht mehr ganz genau wo, aber so in etwa. Dann sucht er die ehemalige Bar. Für ihn der wichtigste Raum. Der einzige Ort, sagt er, an dem sich die Soldaten mal eine Zeit lang entspannen konnten. Hier haben sie auch über ihre Erlebnisse und Ängste gesprochen, kurz bevor die Serben die Schutzzone stürmten. Wir waren da drüben, da kam plötzlich der Befehl, alle Mann raus. Mein Schlafsack war dort und meine Tasche mit meinen persönlichen Dingen. Aber ich hatte nicht mal mehr Zeit, meinen Schlafsack und meine Tasche zu holen. Es hieß, sofort raus, wir gehen alle ins Hauptquartier. Ich hatte irgendwie auch keine Angst gespürt. Wir haben die Befehle befolgt in diesem Moment. Aber es war schon eine sehr stressige Situation. Wir waren unter Beschuss, haben die Bomben gehört. Eine war schon mitten auf dem Gelände hier eingeschlagen.
Und die Straße draußen war voller Flüchtlinge. Ich bin dann inmitten all dieser Leute ins UN-Hauptquartier nach Potocari marschiert. Dieser Weg damals, als wir aus unserer Kaserne ins Hauptquartier geflohen sind, unter Beschuss waren, das ist das extremste Erlebnis, eines, das ich nicht aus dem Kopf bekomme. Mein Weg inmitten all dieser Flüchtlinge nach Potocari. Extreme things from this time, from here to Potocari. Und nicht nur der junge, einfache Soldat hatte damals Todesangst. Selbst sein Kommandeur, der niederländische UN-General Tom Karremans, kämpfte in diesen Stunden ausschließlich ums eigene Überleben. Hatte Mladic nichts mehr entgegenzusetzen, nur die Bitte: Ich bin Klavierspieler, er schießt keinen Klavierspieler. Zwei Kinder habe er, antwortet Karremans auf die Frage von Mladic. Und ja, natürlich würde er sie und seine Frau gerne wiedersehen. Mladic zeigt sich verständnisvoll, verspricht Karremans und seinen Soldaten, dass sie ihre Ehefrauen schon bald wiedersehen könnten. Aber dafür fordert er absolute Kooperation. Fast zeitgleich bettelt Hasan Nuhanovic bei Karemans Stellvertreter Major Franken um das Leben seiner Familie. Er selbst darf als Dolmetscher bei den Niederländern bleiben, wird nicht an die Serben übergeben. Das Einzige, was ich jetzt noch für meinen Bruder tun konnte, war, ihn so lange wie möglich ebenfalls im sicheren Lager zu halten. Die UN-Soldaten kannten doch meine Familie. Viele hatten uns zu Hause besucht. Meine Mutter hatte oft für sie gekocht. Und wissen Sie, was Major Franken gesagt hat? Warum soll ich einer Person hier helfen, wenn ich den restlichen 6.000 auch nicht helfen kann? Das war tatsächlich eines seiner Argumente. Und dann, als Hassans Familie schon auf dem Weg zu den serbischen Bussen ist, winkt sie Franken nochmals zu sich. Franken sagte, übersetze deinem Vater. Er war ja einer der Sprecher der Schutzzone, die sich auch mit Mladic getroffen haben. Wir haben deshalb entschieden, dass er auch hier bleiben kann. Das hätte also bedeutet, ich und mein Vater, wir können bleiben, die halbe Familie also. Aber was ist mit der anderen Hälfte? Mein Vater fragte, gut, aber was ist mit meiner Frau und mit meinem jüngeren Sohn? Und Franken hat in die Richtung meines Bruders gezeigt und gesagt, übersetze deinem Vater, wenn er nicht hier bleiben will, steht es ihm natürlich frei, seine Frau und den jüngeren Sohn zu begleiten. Translate to your father. If he doesn't want to stay, he can join his wife and other son. Und mein Vater hat gesagt, ich verstehe. Er hat Franken die Hand geschüttelt und ist rübergelaufen, meiner Mutter und meinem Bruder hinterher. Ich bin hier zurückgeblieben. Das war das letzte Mal, dass ich meine Familie gesehen habe. An seinen dunkelsten Tagen stellt sich Hassan jetzt die Frage, ob er damals nicht mit seiner Familie hätte mitgehen müssen. An helleren sieht er den Sinn seines Überlebens darin, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Hasan Nuhanovic hat den niederländischen Staat verklagt. Dort will man von Mitverantwortung nichts hören. General Karremans und Major Franken sind pensioniert, geben keine Interviews mehr. Dafür spricht dieser Mann Klartext. Mintjan Faber hat sich jahrelang mit Friedensmissionen weltweit befasst, sich für eine Studie über Srebrenica auch mit Major Franken getroffen. Wir hatten eine lange Diskussion und ich habe mich ja mehrmals mit ihm unterhalten. Und er sagte mir, dass er ein sehr zynischer Mensch sei und bei diesem Einsatz sehr schlimme Dinge getan habe. Aber er habe keine andere Wahl gehabt. Einzig die Möglichkeit, durch Kooperation mit den Serben 20.000 bis 25.000 Frauen und Kinder zu retten und dafür einige tausend Männer an die Serben zu übergeben. Er hat mir gleich bei unserem ersten Treffen gesagt, mein Prinzip war von jeher Frauen und Kinder zuerst. Und danach habe ich auch gehandelt. Women and children first. And that's what I've done.
Für mich gab es damals keinen Unterschied mehr zwischen Franken und den serbischen Offizieren da draußen. Ich dachte, die ganze Welt ist gegen uns. Unser Schicksal ist allen egal. Den Niederländern, den Vereinten Nationen. Ich habe mich damals gefragt, was die überhaupt machen, die Vereinten Nationen. Und ich habe gedacht, die UN haben den Serben grünes Licht gegeben. Ich dachte, wir sind von der ganzen Welt verraten. Wir sollen ausgelöscht werden. I thought we are completely betrayed by the rest of the world. We are supposed to be extinct. That's what I thought. Mehr als 8000 Jungen und Männer aus Srebrenica sind von serbischen Spezialeinheiten massakriert worden. Und die Mörder haben ihre Taten mit diesen Videoaufnahmen auch noch selbst dokumentiert. Welches Schicksal die Männer von Srebrenica getroffen hat, konnten die niederländischen Blauhelmsoldaten noch nicht wissen, als sie ein paar Tage später die jetzt menschenleere Schutzzone aufgaben. Allerdings ist General Mladic auffallend gut gelaunt. Wegschauen, das scheint auch heute noch die Devise in den Niederlanden, wenn es um die Rolle bei dem Völkermord von Srebrenica geht. Das Verteidigungsministerium lässt mitteilen, weitere Stellungnahmen seien überflüssig. Bleibt die Frage, was hat man hier wirklich gemacht, als die eigenen Soldaten und mit ihnen tausende Flüchtlinge in Lebensgefahr gerieten? To be honest, nothing. Completely nothing. Um ehrlich zu sein, nichts, absolut nichts. Die haben die Entwicklung beobachtet, haben nicht mal versucht einzugreifen. Die niederländische Regierung hätte die internationale Gemeinschaft mobilisieren müssen. Wir müssen nach Srebrenica. Man kann doch nicht eine Gruppe von Soldaten dort alleine lassen, umzingelt von Serben und mit all den Flüchtlingen. We have to go to Srebrenica. You cannot just leave things to a group of soldiers and all the Serbs around there and the refugees, of course. We are the United Nations. We were not Dutch soldiers there. Wir waren doch die Vereinten Nationen. Wir waren doch keine niederländischen Soldaten dort. Nein, wir waren Soldaten der Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen sind wirklich groß. Also habe ich gedacht, die werden uns schon helfen. Die lassen uns nicht im Stich hier. Aber keine Hilfe, keine Luftangriffe. Und wir waren dort mit den Flüchtlingen. Die Serben haben von den Hügeln runtergeschossen, kamen immer näher und nichts ist passiert. Nothing's gonna happen. At that time, damals habe ich gedacht, warum hilft uns denn niemand? Warum bekommen wir keine Unterstützung aus der Luft? Oder warum schicken die keine zusätzlichen Truppen nach Srebrenica? Das ist doch das Letzte, dass uns hier niemand hilft. Und so hätten sich vermutlich selbst die serbischen Angreifer nicht träumen lassen, wie schutzlos die sogenannte internationale Schutzzone am Ende vor ihnen lag. Dabei hatte der niederländische General Karemans die Vereinten Nationen vor dem Fall von Srebrenica mehrmals verzweifelt und vergeblich um militärische Unterstützung gebeten. Als ihn Mladic fragt, ob er jetzt noch mit NATO-Luftangriffen rechne, muss Karemans einräumen: Nein, darauf habe er keinen Einfluss. Die Entscheidungen treffen andere. My troops in my position. No, not again. That's not decided by me. Not asking for. That's something what they offer. They make decisions. Und die haben skandalös falsche Entscheidungen getroffen. Da ist sich der deutsche Rechtsanwalt Axel Hagedorn inzwischen sicher, nachdem er sich ausführlich mit Dokumenten und Zeugenaussagen zu Srebrenica beschäftigt hat. Die große Frage, die hier auch im Raum steht und die man unbedingt klären muss, ist: Was wäre passiert, wenn die UN tatsächlich Luftangriffe geflogen hätte?
dann bin ich der festen Überzeugung, dann hätten diese Massenexekutionen nicht stattgefunden, dann hätten die Serben auch gar keine Zeit gehabt, das in Ruhe abzuwickeln. Und diese Frage, die wird bisher nirgendwo gestellt. Hagedorn vertritt mit seiner Kanzlei in Amsterdam die Zivilklage von 6.000 Hinterbliebenen gegen die Niederlande und die Vereinten Nationen, wo zum entscheidenden Zeitpunkt ebenfalls Niederländer das Kommando innehatten. Massive Luftangriffe hatte es auch deshalb nicht gegeben, weil die bosnischen Serben 35 Blauhelmsoldaten in ihrer Gewalt hatten. Die jungen Niederländer waren auf einem Außenposten, als die serbische Armee näher rückte, und haben sich sofort kampflos ergeben. Offenbar ging es den Soldaten während ihrer Geiselhaft ziemlich gut. Das war zumindest die Botschaft der serbischen Seite in dieser Propagandaschlacht. Gleichzeitig drohten die Serben aber damit, sich an den Geiseln im Falle von Luftangriffen zu rächen. Ich war dort im Wachraum und habe dann über Funk gehört, was passiert ist. Dass die Serben Soldaten von uns als Geiseln genommen hatten. Und da hatte ich ein bisschen Angst. Und nun? Was passiert jetzt? And now? What now? What is going to happen with them, to the people? Gleichzeitig hatten wir die Information, dass immer mehr Flüchtlinge auf dem Weg zu uns nach Potocari waren. Man war in einem Schockzustand. Damit hatten wir nicht gerechnet. Das war schwierig. Und ich glaube, auch für unsere Offiziere. Maybe in a shock, don't expecting that. That was difficult. And I think also for our officers. Denn die konnten nur noch zusehen, wie ihre Soldaten vorgeführt wurden. Auf die Frage, warum sie zum Feind übergelaufen sind, antworteten: Wir hatten Angst um unser Leben. Wir mussten zwischen zwei Möglichkeiten wählen und haben uns für den Weg auf die serbische Seite entschieden. Nein, man muss natürlich dazu wissen, damals war es so, dass die Niederländer eigentlich noch nie an einer Mission teilgenommen haben. Sie waren eigentlich ziemlich unbeleckt. Und das sieht man auch hier. Sie haben eine völlig unzureichend ausgebildete Truppe dahin geschickt. Das hat sich auch gerecht. Warum man dann Niederländer in der Kommandostruktur hat, das ist normal. Bei allen UN-Missionen sorgt natürlich der entsendende Staat und hier dann die Niederlande dafür, dass auch ihre Generäle und Offiziere in der Kommandostruktur jedenfalls mitreden, weil sonst ginge das auch wahrscheinlich gar nicht. Man kann so eine Mission nicht völlig alleine führen. Aber zufällig war es hier so, dass in den entscheidenden Tagen alle anderen, der Norweger, der mit drin saß, Hawkland, waren auf einmal im Urlaub und kamen auch nicht zurück. Der niederländische Verteidigungsminister hatte am Morgen des 12. Juli, also am Tag nach dem serbischen Angriff, den niederländischen Kommandeur Karremans angerufen, um ihm Mut zuzusprechen. Aber er hat ihm keine Frage gestellt, wollte nicht wissen, wie viele Männer sind noch bei Ihnen unter den Flüchtlingen, was tun Sie, um sie zu schützen? Nichts. Und jetzt verteidigt die niederländische Regierung ihr damaliges Vorgehen offiziell damit, dass die Soldaten in Srebrenica nicht unter niederländischem Kommando gestanden hätten, sondern unter dem der UN, von wo aus die Befehle hätten kommen müssen. Angeblich konnte die niederländische Regierung also gar nichts tun. Vor Ort sieht Karremans offenbar keine andere Möglichkeit mehr, als Mladic zu bitten, den Abtransport der Flüchtlinge zu koordinieren. Er sei von seinem Verteidigungsministerium bevollmächtigt, meint Karremans. Die Zustände im völlig überfüllten Lager längst chaotisch. Mladic lässt sich gerne darauf ein. Jetzt diktiert der Armeechef der bosnischen Serben, einem ranghohen Kommandeur der Weltgemeinschaft, die Bedingungen. Und dann sehen Sie noch auf den Bildern Karremans mit einem Glas in der Hand. Er behauptet ja jetzt, das sei damals Wasser gewesen und er hätte auch gar nicht wirklich getrunken, sondern es in den Sand geschüttet. Aber wie auch immer, dadurch entsteht das Image, es gibt eine Art von Koalition zwischen den Niederländern und Mladic. Die verstehen sich, die trinken zusammen. So etwas sollte man niemals, niemals zulassen.
Das letzte Treffen zwischen Mladic und Karemans. Der Serbe wünscht den Blauhelmen eine sichere Heimreise, hat Abschiedsgeschenke mitgebracht, bedankt sich bei Holland. Ist das für meine Frau? Fragt Karemans. Mladic meint, das könne er halten, wie er wolle. Dann trinken sie auf das Leben und den Frieden. Schließlich nochmals der ausdrückliche Dank Mladics für die Kooperation der Niederländer bei dieser Operation. Und vor dem Nachhauseweg nimmt Karemans noch ein letztes Glas. Hasan Nuhanovic, der ehemalige Dolmetscher der Blauhelmsoldaten in Srebrenica, weiß inzwischen, dass seine Mutter Nashia in einem serbischen Gefängnis ums Leben kam. Die sterblichen Überreste seines Vaters Ibro wurden erst Jahre nach dem Massaker in einem Massengrab gefunden. Hasan hat ihn auf dem Friedhof von Potocari beigesetzt. 2010 konnte er endlich auch seinen jüngeren Bruder Muhammed beerdigen. Und noch immer sind in Bosnien längst nicht alle Opfer von Srebrenica gefunden. Weiterhin warten tausende Angehörige auf die traurige Gewissheit. Und auf Gerechtigkeit. Den Prozess gegen die Niederlande hat Hasan Nuhanovic in erster Instanz verloren. Den Haag, so die Begründung, sei nicht zuständig, weil die niederländischen Soldaten unter dem Kommando der UN gestanden hätten. Auch eine andere Klage der Mütter von Srebrenica wurde abgewiesen. In diesem Fall lautete die Begründung, die Vereinten Nationen könnten nicht für Menschenrechtsverletzungen haftbar gemacht werden, denn sie genössen Immunität. Eigentlich müsste man noch immer sagen, müsste einen Aufschrei geben und sagen, das muss geregelt werden. Und wir müssen uns die grundsätzliche Frage stellen, ob es angehen kann, dass die Vereinten Nationen als Vorfechter der Menschenrechte sich hinstellen und sagen halt, die Menschenrechte gelten für alle, aber sie enden an unserer Tür. Wenn ihr bei uns reinkommt, dann ist es vorbei. Wir sind nicht gebunden an die Menschenrechte. Das ist meines Erachtens katastrophal. Und dass da kein Aufschrei erfolgt, aus anderen Interessen, halte ich für die Zukunft für sehr gefährlich. Und ich glaube, diese absolute Macht der UN, die da jetzt durch das Gericht in erster Instanz bestätigt wurde, führt zum Missbrauch von Macht. Weil das hat die Geschichte gelernt. Alle Institutionen, die absolute Macht haben, missbrauchen irgendwann ihre Macht. Im Dezember 2006 wurde Tom Karemans, niederländischer General AD, mit einem Orden für den tapferen Einsatz in Srebrenica ausgezeichnet. Und Mladic? Dem gelingt es, sich 16 Jahre lang jeder Verantwortung zu entziehen. In Serbien unterzutauchen, Familienfeste zu feiern, sich dabei sogar filmen zu lassen. Während er doch längst mit internationalem Haftbefehl vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gesucht wird. Wegen Völkermord. Erst Ende Mai 2011 hat das Versteckspiel ein Ende. In Lazarevo, einem Dörfchen in der serbischen Vojvodina, wird Ratko Mladic schließlich von einer serbischen Spezialeinheit im Haus eines Verwandten festgenommen. Er hatte sich bis dahin nicht einmal wirklich die Mühe gemacht, sein Äußeres oder seine Identität zu verändern. Der Mladic, den die serbische Regierung schließlich der Öffentlichkeit präsentiert, ist ein tattriger alter Mann, der nach seiner Festnahme um Gnade wegen seines schlechten Gesundheitszustandes bittet, Erdbeeren und russische Literatur in die Zelle bestellt.
Derselbe Ratko Mladic, der vor 16 Jahren Schokolade an die Kinder von Srebrenica verteilen ließ und anschließend gnadenlos ihre Väter und älteren Brüder erschießen ließ. Isudin Alic ist erleichtert über die Festnahme, wünscht sich jetzt eine möglichst rasche Verurteilung. Aber Freude darüber, dass Mladic endlich vor Gericht steht, empfindet er nicht. Freude und Glück spürt Isudin schon seit damals nicht mehr. Ja, ich habe Srebrenica überlebt. Mein Opa hat mir erst später erzählt, wie böse dieser Mladic war, der mir damals so nett über den Kopf getätschelt hat. Meinen Vater und meinen Onkel hat er ermorden lassen. Ich habe Glück gehabt und überlebt. Mein Opa sagt, Gott hat mich gerettet. Aber ich denke mir, und ich kann das jetzt nicht richtig erklären, irgendwie hat mir dieser Ratko Mladic damals auch mein Leben genommen. Ich hoffe wirklich nur noch, auch für alle anderen Angehörigen der Opfer, dass sich dieser Prozess in Den Haag jetzt nicht allzu lange hinzieht. In den Hügeln oberhalb Srebrenicas will der ehemalige Blauhelmsoldat Rob Sommer etwas zur Ruhe kommen. Auf 4 Hektar Land hat er sich eine provisorische Behausung errichtet. Zurzeit hat der Niederländer Besuch aus der Heimat. Alles ehemalige Blauhelmsoldaten wie Sommer. Sie wollen an den Gedenkfeiern zum Jahrestag des Massakers teilnehmen. Danach werden die anderen wieder nach Hause fahren. Sommer aber will bleiben. In den Niederlanden hat er nach seinem Ausscheiden beim Militär mehrere Schlüsselfirmen aufgebaut, damit ganz gutes Geld verdient. Das will er jetzt hier in ein spezielles Wiedergutmachungsprojekt investieren. Sehen Sie da oben bei dem Stromverteiler? Dort oben, etwas links davon, werden wir das Haus für meine Familie bauen. Auch eine große Garage. Das große Haus und noch 5 Apartments. Rob Sommer ist nicht der Einzige, der seine Hilflosigkeit in Srebrenica nie verwunden hat. 40% aller ehemaligen Blauhelmsoldaten benötigen laut einer Studie psychologische Hilfe, fühlen sich als Täter und Opfer zugleich. Als wir das erste Mal die Gedenkstätte besucht haben, da kamen plötzlich 5 Frauen auf uns zu. Die sind mit so einem Bus dort angekommen und wir standen da plötzlich alle gemeinsam auf engstem Raum. Als sie gehört haben, dass wir ehemalige Blauhelme sind, haben sie angefangen, uns mit Fragen und Vorwürfen zu bombardieren. Sie waren sehr wütend, sehr emotional. Aber dann kam ein Mann, der hat uns in Schutz genommen, vor den Frauen gerettet, Mujo. Der kam auf mich zu, hat mich umarmt, mich auf die Wangen geküsst. Ich habe gedacht, was ist das denn jetzt? Und dann habe ich erfahren, warum er das gemacht hat. Als wir hier 1995 auf Patrouille waren, das war hier in der Gegend, da haben wir manchmal bei seiner Mutter Kaffee getrunken. Und ich habe damals mit Mujo geredet, geraucht und ihm Zigaretten gegeben. Es war der einzige Grund, warum er sich an mich erinnert und uns in Schutz genommen hat. Doch, ein bisschen hatte ich schon Angst, hierher zurückzukommen. Ich kannte ja die Geschichten von meinen Kameraden mit den wütenden Frauen. Und ich habe gedacht, wenn ich hierher komme, dann sind die Leute wütend auf mich persönlich. Aber meine Kameraden haben mir gesagt, nein, die Leute sind nicht wütend auf dich. Die sind wütend auf die Vereinten Nationen und wütend auf die Niederlande, nicht auf dich. Also komm her, rede mit den Leuten, misch dich unter sie. Und das haben wir gemacht. So, come back to here. And talk with the people, walk with the people. So we did. Als wir das hier alles wiedergesehen haben und gesehen haben, wie es den Leuten jetzt geht, das ist alles sehr emotional. Aber die Leute verstehen uns. Wir haben auch mit vielen gesprochen und die haben uns gesagt, es ist okay. Euch kann man dafür nicht beschuldigen, das ist alles Politik. Ihr seid genauso verraten worden wie wir. They say it's okay, you're not to blame and it's all politics and you've been betrayed just like us. So. Und dann ziehen sie los auf den Gedenkmarsch für die Opfer, für die Ermordeten, aber auch für die Verratenen von Srebrenica. Und Rob Sommer ist wohl der Einzige hier, der wirklich daran glaubt, dass er alle seine ehrgeizigen Projekte umsetzen und mit seiner Frau und seinen Töchtern irgendwann in Srebrenica heimisch werden und zur Ruhe kommen kann. Denn keiner hat nach Srebrenica wieder seine Ruhe gefunden.
Hasan Nuhanovic, der ehemalige Dolmetscher der niederländischen Soldaten, hat jetzt wenigstens vor Gericht einen Erfolg errungen. Erstmals haben niederländische Richter eine Mitverantwortung der Blauhelme beim Massaker festgestellt. Für die Angehörigen der Opfer gibt es damit nach 16 Jahren endlich Hoffnung auf Entschädigung. Hasan, der seine ganze Familie in Srebrenica verloren hat, kann sich trotzdem nicht richtig freuen. Das hat so viele Jahre gedauert. Vor 10 Jahren bin ich vor Gericht gezogen. Jeden Tag meines Lebens habe ich dafür gearbeitet. Jeden Tag. 16 Jahre ist das Massaker jetzt her. Und jetzt also diese Entscheidung. Ehrlich gesagt, als Sie angefangen haben, das Urteil zu verlesen, habe ich wieder nicht damit gerechnet, dass wir irgendeine Chance haben. Ich war mir sicher, dass wir wieder verlieren. Das war eine riesige Überraschung. Ob ich jetzt damit zufrieden bin? Ja und nein, denn es wird noch lange weitergehen. Noch hat das Gericht ja nur eine Mitverantwortung der Niederländer an dem serbischen Massaker festgestellt. Jetzt müssen wir weiter vor Gericht klären, was das bedeutet, ob und wie viel Entschädigung möglicherweise auch für die Opfer. Als Hasan in Den Haag war, hat er sich auch den Beginn des Prozesses gegen Ratko Mladic angeschaut. Das ist pathologisch, wie er auftritt mit all diesen Grimassen. Aber das ist für mich alles nicht interessant. Ich wünsche mir so, dass in diesem Prozess endlich die Beweise auftauchen für die Befehlskette, Beweise für den Völkermord, damit dieses Urteil einigermaßen Gerechtigkeit bringt. Wir haben durch seine Verhaftung zwar eine gewisse Befriedigung, aber es sind noch so viele Fragen zu den Hintergründen des Massakers nicht geklärt. Das bosnische Volk hat noch eine lange Reise und viele Probleme zu bewältigen. Und Ratko Mladic hat gleich bei seinem ersten Auftritt in Den Haag klargemacht, dass dies kein schneller Prozess werden wird. Die Anklage lautet auf Völkermord, Verfolgung, Vertreibung, Mord, Deportation. Ratko Mladic participated in the overarching joint criminal enterprise, including by the commission of genocide, persecution, extermination, murder, deportation and forcible transfer. Herr Richter, Sie sind etwas älter als ich. Zu meinem Gesundheitszustand möchte ich mich nur in einer nicht öffentlichen Sitzung äußern. Ich will außerdem die besten Verteidiger, die ich bekommen kann. Außerdem beantrage ich eine längere Zeit, um die Anklage zu lesen. Ein Monat reicht dafür nicht aus, um diese monströsen Lügen und Verleumdungen, die mir hier vorgeworfen werden, zu überprüfen. Es sind die monströsesten Anschuldigungen überhaupt, die ich jemals gehört habe. Auf dem Friedhof von Potocari bei Srebrenica stehen die Namen von mehr als 8000 Toten und Vermissten. Es hat im Bosnienkrieg Verbrechen und Opfer auf allen Seiten gegeben. Aber in Srebrenica geschah das größte Massaker in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und bis heute warten die Hinterbliebenen vergeblich auf späte Gerechtigkeit. Auf Zeichen von Scham und Menschlichkeit. Darauf, dass endlich die Täter Verantwortung übernehmen. Die Mörder, die Auftraggeber, aber auch diejenigen, die das Massaker von Srebrenica zugelassen haben.